No. Go. No. Go. Der Fußball-Podcast über Rapid und die Austria. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Logo mit Ausgabe 74. Servus Stefan. Hallo Markus. Ich glaube, wir können jetzt mal geplant die Folge diesmal nennen, kurz und bündig, weil theoretisch würde jetzt nicht so viel anstehen, aber wir haben uns schon gesagt, dass wir uns das auf das ein oder andere Thema stürzen und jetzt etwas reinbeißen wollen. Ja, das stimmt, theoretisch steht nicht viel an, aber dann, das sagen wir eigentlich jede Woche und dann wird es doch eine lange Folge, deswegen müssen wir uns auch an uns ein bisschen arbeiten, dass wir das nicht immer so in die Länge ziehen. Und ich meine, trotz Saisonpause sind wir ja ziemlich in Stress mit Aufnahmen und Special-Planung und so weiter und so fort. Das sei einmal gesagt, es kommt da viel auf euch zu. Genau, und auf uns. Und auf uns auch, ja. Ja, Stefan, würde ich sagen, schauen wir gleich mal drauf, bevor wir lang um den heißen Brei herumreden. Was gibt's in Sachen Personal Neues bei der Austria? Was gibt's in Sachen Personal Neues bei der Austria? Also jetzt gleich bei den Frauen. Weil wir ja wie immer montags aufnehmen, Lena Trindl wechselt von Altach zu Austria, hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und hat sogar schon 25 Spiele in der deutschen Bundesliga hinter sich. Und zwar für den SC Sand zum Beispiel. Mhm. Und ja, nach dem Abgang von vielen Spielerinnen sind wir den Neuzugängen natürlich ziemlich dankbar und die Lisa Makas, die sportliche Leiterin, hat auch einiges zu tun und man merkt, es funktioniert, sie arbeitet dran. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Die Frauen haben ja auch schon getestet letztes Wochenende und da ebenso wie die Herren gewonnen. Personell hat sich dann noch getan, dass Frankie Schimmer zum Verein zurückgekommen ist und zwar als Berater, das heißt Mark McCormick, der ehemalige Co-Trainer, hat ja jetzt den Ried angeheuert als Co-Trainer, ist jetzt nicht mehr Co-Trainer von Michi Wimmer. Jetzt ist dieser Platz frei geworden, den dürfte Frankie Schimmer einnehmen, ehemaliger Austria-Spieler, auch Meister. Mit der Austria hat 5 Jahre lang für die Veilchen gespielt und ist dann zu Salzburg gewechselt. Und also zwar Berater jetzt, hört man ja oft, aber Berater des Trainerteams war irgendwie relativ außergewöhnlich und neu für mich, muss ich sagen. Ja, das ist, weil die Austria natürlich am Zahn der Zeit geht und da natürlich Vorreiter die in allen Stücken. Genau. Nein, also ich habe mich da jetzt ein bisschen damit beschäftigt und zwar hat Frankie Schimmer eine Firma, die heißt Tiefgang Sports. Okay. Und da geht es darum, dass man die Spieler individuell aufgrund ihrer Leistungsdaten auswertet und dann dem Trainer oder dem Trainerteam quasi sagt, wo die Schwächen und die Stärken der Spieler sind, diese dann individueller betreuen kann, also noch individueller betreuen kann aufgrund dieser Leistungsdaten, vielleicht Spezialtrainings und so weiter und so fort und dadurch noch mehr Potenzial aus den Spielern holen soll. Also das ist irgendwie die Mission von Tiefgang Sports, also, war eben schon. Also Trainings, Stärken, Schwächen, Optimierung. Genau, genau. Okay. Also es geht da irgendwie die Spieler, also Spieler individuell weiterentwickeln ist ein Slogan von dieser Firma und der zweite Slogan ist messbar verbessern. Das heißt, man versucht da wirklich jeden Spieler als nicht jetzt als Team anzuschauen, sondern als Einzelspieler anzuschauen und da quasi die Stärken rauszuarbeiten und da dann eben das Potenzial der Spieler noch zu verbessern. Ich bin gespannt, wie das wird. Also er hat das bei Leeds schon unter Jesse Marsch gemacht und auch schon bei Salzburg. Jetzt ist er bei der Austria engagiert. Wird wahrscheinlich auch nicht billig sein, schätze ich mal. Aber ja, bis jetzt dürfte das Ganze erfolgreich gelaufen sein. Mal schauen. Dürfte auch sehr beliebt bei den Spielern immer gewesen sein. Und wenn man sich da so YouTube-Videos anschaut, wie er da als Co-Trainer bzw. als Berater agiert hat, dürfte er auch ein ziemlich guter Motivator sein in der Kabine. Das ist die eine Personal-News. Und die andere Personal-News, ich habe sie noch letzte Woche in der Folge ganz zum Schluss anbringen können.
Und am nächsten Tag kam dann auch schon die Vollzugsmeldung. Und Markus, ich finde, da passt dieser Jingle jetzt einmal dazu. Grün-weißes Blut und oder violette Seele. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja, ganz dunkel. Sag mir was aus so unsere Anfangszeiten sozusagen. Ja, genau. Mal wieder hervor. Man muss auch Mühe gegeben haben. Nein, so würde ich es nicht sagen, aber wir haben jetzt einfach, glaube ich, anderen genau. Fokus gelegt und hier mehr anderweitig in die Tiefe gegangen. Aber ja, sprich mal weiter, auf wen das jetzt hier so bezogen war. Ja, natürlich auf Marvin Potzmann, der jetzt vom LASK ablösefrei zur Austria wechselt, seines Zeichens Rechtsverteidiger. Und ganz interessante Worte, weil normalerweise sagen ja die Spieler immer, wenn sie kommen, ja, wir sind froh, dass wir endlich für diesen großen Verein spielen und das ist ein toller Verein und wollte immer schon für den spielen. Und er hat irgendwie so gesagt, ich kann es jetzt nicht 1:1, ich habe das Zitat jetzt nicht 1:1 vor mir, aber so sinngemäß, am meisten freut sich mein Vater darüber, weil der ist immer schon ein eingefleischter Austrianer. Okay. Ja, freut mich jetzt für den Vater, dass der sich sehr darüber freut und ist auch sehr sympathischer Vater. Aber ich hoffe, dass er sich auch freut, für den Verein aufzulaufen, weil so ein bisschen Identifikation, das wäre ganz gut. Und vielleicht ist das ja auch schon der erste Fall für Frankie Schimmer und Identifikationsgefühl stärken, messbar stärken bei Marvin Potzmann. Nein, natürlich jetzt Spaß beiseite, hat Rapid Vergangenheit. Was fällt dir zu Marvin Potzmann ein? Was können wir erwarten? Kannst du uns da ein paar Tipps geben? Weißt du, wie ist er für dich in der Rapid-Vergangenheit in Erinnerung geblieben? Ja, einigermaßen unscheinbar. Ich hatte eigentlich damals, als er hergekommen ist, gedacht, ja, das ist soweit eigentlich ein ganz guter Transfer. Also in der Saison 18, 19 und 19, 20 war er bei Rapid. Insgesamt 35 Pflichtspiele für Grün-Weiß absolviert. Und hat sich relativ bald ordentlich verletzt gehabt, war damit erstmal weg vom Fenster und hat für mich gefühlt dann nicht mehr diese volle Chance gekriegt, um dauerhaft auf der rechten Verteidigerposition sich beweisen zu dürfen. Und ich glaube, nach eben diesen zwei Saisonen war es dann so, dass es, glaube ich, ein beiderseitiges Missverständnis so ein bisschen war und dieses dann eben beendet wurde. Auf der einen Seite ist jetzt nicht in wirklich große Erinnerung geblieben, auf der anderen Seite hat er für den LASK dann doch, nachdem ich jetzt nachgeschaut habe, wirklich überraschend viele Partien gemacht. Ich habe eigentlich gedacht, er ist oder immer so ein Gefühl gehabt, er ist Sturm. Eigengewächs wäre jetzt übertrieben, aber langjähriger Spieler einfach dort gewesen und hat ihm mit sicher die meisten Einsätze dort absolviert, also in Graz, aber nein, mittlerweile 107 eben für den LASK waren das dort und damit knapp 30 mehr als für Sturm insgesamt und für Rapid waren es eben jetzt nur 35 und bei der Austria darf man jetzt gespannt sein, wie viel er dort hinzukommt, weil eigentlich mit Rainer Ranftl ja eigentlich doch ein Mann in der vergangenen Saison, der jetzt fix verpflichtet worden ist, gesetzt war. Genau. Und es wird auch, also sollte Ranftl die Form halten können, was wir alles erhoffen, was auch wichtig für den Erfolg der Mannschaft wäre, wird es auch sehr schwer, an ihn vorbeizukommen. Aber wenn man international realisieren will, dann braucht man natürlich einen breiten Kader. Da kann nicht jeder Spieler jedes Spiel machen. Wie auch schon des Öfteren erwähnt, in den letzten Jahren waren die Spieler sicher auch zum Teil überspielt, weil einfach die Tiefe des Kaders gefehlt hat. Aus diesem Grund glaube ich, dass das ein ganz guter Transfer war. Und Markus, Potzmann hat ein Tor für Rapid geschossen. Weißt du, gegen wen? Ja, wahrscheinlich im Derby, wenn du so fragst. Genau, beim legendären 6:1 hat er den Ehrentreffer für Rapid geschossen. Ja, zum zwischenzeitlichen 1:1. Genau. Da war die Hoffnung noch kurzzeitig da. Genau. Aber ja, man darf wirklich gespannt sein, dass du wie gesagt hast, natürlich der Plan ist da und war ja, glaube ich, bei Rapid in den vergangenen Jahren hier und da auch mal da, sich breit aufzustellen, um so wie in der Vorsaison es dann nicht ins internationale Geschäft, also in der Gruppenphase zu schaffen und dann man eben mit einem zu breiten Kader und vielleicht hier und da unzufriedenen Spieler da gestanden ist, kann der Austria natürlich auch blühen irgendwo. Ich meine, von daher verstehe ich den Ansatz, aber das Transferfenster ist jetzt gerade erst aufgegangen, geht noch bis Ende August und bis dahin wüsste man bei der Austria definitiv Bescheid,
Hat man seine Gruppenphase geschafft? Nicht. Und könnte dann theoretisch immer noch nachbessern und zu sagen, okay, jetzt wissen wir definitiv, Doppel-Dreifachbelastung ist da und jetzt wollen wir noch ein bisschen aufrüsten, um in der Breite, also Quantität zuzulegen. Ja, wahrscheinlich sind dann aber um diese Zeit dann schon die günstigen Spieler oder die Wunschspieler dann vielleicht auch schon weg bei den Vereinen. Das ist der eine Aspekt. Und andererseits Klar. hat Jürgen Werner gesagt, er will zum Trainingsstart 99,9% des Kaders zusammen haben. Deswegen erwarte ich mir jetzt keine großen Transfers mehr auf Austria-Seite. Dragovic ist zum Beispiel nicht gekommen, schaut auch nicht so aus, als würde er kommen. Stand jetzt, kann sich täglich ändern, läuft aber in den Testspielen schon als Kapitän auf von Roter Stern Belgrad. Und ja, kann man nicht vorstellen, dass man sich den leisten kann oder dass Roter Stern Dragovic ein Jahr vor Vertragsende ablösefrei gehen lässt. Und viel Ablöse wird die Austria jetzt nicht mehr zahlen können. Also bin gespannt. Ich nehme an, dass nicht mehr viel passieren wird bei der Austria. Es kann natürlich sein, dass noch Spieler abgehen, wie Fitz, Braunöder, Tabakovic. Das sind die meistgenannten natürlich, weil das die High-Potential-Spieler sind, wenn man das so sagen darf. Aber dann wird man vielleicht noch reagieren müssen. Ja, gerade in dieser Richtung hat es mich ehrlich gesagt überrascht, dass da gar nichts passiert ist. Weil, naja, gar nichts würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich habe mich jetzt ein bisschen zum Beispiel mit den Neuzugängen bei der Austria beschäftigt. Natürlich ist ja auch meine Aufgabe. Mhm. Und Moritz Wels, der von Sturm gekommen ist, das ist einer, der laut Günther Neunkirchner, danke an die Kollegen von Black FM, das ist ein Sturm Graz Podcast, muss ich jetzt da nennen, weil ich meine Informationen aus diesem Podcast beziehe und die haben ein ausführliches Interview mit dem Günter Neunkirchner gehabt und das letzte Viertel circa des Podcasts, das dreht sich allein um Moritz Wels. Und wenn der nur halb so gut ist, wie der dort in den Himmel gelobt worden ist, dann ist das wirklich ein Spieler, der da schon auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann und der schon ziemlich fertig zu sein scheint. Also ich würde mir auch trauen, ich würde mich ihm auch zutrauen, dass er den relativ schnell an die erste Mannschaft heranführen kann. Ja, ja, aber ich meine, du hast mich jetzt da diesbezüglich falsch verstanden. Mich hat es überrascht, dass auf der Abgabeseite, auf der Abgangsseite nichts bis so wenig bei der Austria passiert ist. Also von wirklich, so wie du sagst, High-Potential-Spielern, wo wirklich dann auch Geld in die Kasse kommt. Da hätte ich eigentlich mir erwartet, auch ihr wisst jetzt keine Insights, aber dass wohl so ein bisschen ÖFB-Auflage gewesen sein könnte für die Lizenzerteilung, dass man da ein bisschen Gelder lukrieren muss. Und deswegen hatte ich eigentlich fix damit gerechnet, dass jetzt einer, der wirklich Stammspieler war, wie eben jetzt am Ende Tabakovic, Braunöder, Fitz, vielleicht sogar Früchtl im Tor abgegeben wird, um da ein bisschen Kohle in die Kassen zu spielen. Ja, und ich glaube, dass das noch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Aber ja, ich weiß es auch, ehrlich gesagt, wie gesagt, wir haben keine Insights, ich weiß jetzt auch nicht, was da der Plan ist. Kann sein, dass da noch uns der eine oder andere Spieler verlässt. Trotzdem hat man auch betont, dass man da jetzt die Spieler nicht für einen Lapsus gehen lassen will und dass alle Spieler noch einen laufenden Vertrag hat, also noch nicht gefährdet sind, da wieder ablösefrei nach Auslaufen des Vertrags zu gehen. Dominik Fitz hat auch schon relativ offensiv in der Corona-Zeitung in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass er bereit für neue Abenteuer wäre. Das klingt für mich schon auch ein bisschen nach Abschied, aber ja, hat es dann am vergangenen Wochenende auch schon beim ersten Testspiel aufgezeigt und auch ein Tor geschossen. Also mal schauen, wir können nur abwarten und gespannt vor den Live-Transfer-Tickern sitzen und schauen, was sich da tut. Mhm. Wie schaut es bei Rapid aus? Ja, hat sich jetzt nicht mega viel getan. Der Vollzug von Matthias Seidel, so wie es eigentlich in der letzten Ausgabe von uns eh schon thematisiert worden ist, wurde dann tags drauf auch also offiziell bekannt gegeben. Man wird und darf gespannt sein, wie er einschlägt, wie gut er da Fuß fassen kann. Ist natürlich mit Sicherheit positiv für ihn und da werden wir hoffentlich mit einem zukünftigen Gesprächspartner detailliert darauf eingehen können, dass er mit Majulu schon zusammengespielt hatte in Linz und beide wirklich ziemlich torgefährlich waren. Majulu hat immerhin 11 Tore erzielt, 11 Vorlagen geleistet. Bei Seidel waren es jetzt, glaube ich, ja insgesamt dann auch, dass er an 18 Toren beteiligt war. Also schon ein dynamisches Duo, sage ich jetzt mal, in Liga 2. Man darf natürlich gespannt sein, ob sie das bei
Rapid ähnlich abrufen können, aber dass er, glaube ich, oder dass die zwei sich kennen jetzt innerhalb des Teams, des neuen Teams, ist mit Sicherheit nicht von Nachteil. Und so wie ich es jetzt zuletzt auch schon hier und da angesprochen habe, ist natürlich die Erwartung immer da an Matthias Seidel und muss halt natürlich schauen, dass man ihn nicht überfordert, dass man ihn fordert, aber nicht überfordert. Also wird das schon große an Maßstäben gemessen, aber gerade die Zentrale lag bei Rapid in der Vergangenheit ziemlich brach und da wäre es natürlich schön, wenn er da zumindest etwas frischen Wind reinbringt und neue Impulse setzen kann und die hoffentlich dann wahrscheinlich kontinuierlich steigern. Dass jetzt von sofort auf 0 auf 100 oder irgendwie da einschlägt, wäre natürlich traumhaft, aber darf man mit Sicherheit nicht fordern und sollte man ein bisschen kleinere Brötchen am Anfang backen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Das Paradebeispiel ist ja Demir, dem man ja eigentlich sowas von einem Rucksack gegeben hat, dass er das Potenzial dann auch unter anderem wahrscheinlich deswegen nicht abrufen hat können. Und ich meine, der Matthias Seidel ist ein junger Spieler und ja, der muss wahrscheinlich auch noch seine Erfahrung sammeln. Und man darf sich dann jetzt auch nicht gleich ausschließlich Traumpasses von ihm erwarten. Und ja, nur Assists. Ich meine, er ist jetzt in Anführungszeichen schon 22, immer noch sehr jung, ja, hat aber schon gewisse Erfahrungen gemacht, ist glaube ich nicht ganz blauäugig, hat glaube ich einen wirklich irgendwo, speziell wird es wieder übertrieben, aber einen nicht alltäglichen Weg von den Profistationen, hat sich da wirklich hochgekämpft und ich glaube vielfach wieder den Voraussagen durchgekämpft und profiliert und von daher glaube ich, er ist einer, der weiß, was er auch selbst leisten kann, leisten muss, um sich weiterzuentwickeln. Und deswegen bin ich da recht guter Dinge. Aber trotz allem sollten wir jetzt nicht die Maßstäbe zu hoch ansetzen. Nein, und du hast vollkommen recht, er ist 22 Jahre, wurde bei Salzburg ausgebildet. Das heißt, er hat eine super Ausbildung genossen. Warum auch immer hat er sich dann dort aber wegentwickelt und hat noch nie Bundesliga gespielt. Genau. Und das ist jetzt das erste Jahr Bundesliga mit 22 und deswegen muss man ihm trotzdem da auch noch die Zeit geben, sich entwickeln zu können. Ganz klar. Also bei Salzburg war es damals so, dass er dort einfach aussortiert worden ist, in Anführungszeichen. Und gesagt, er ist zu klein und nicht schnell genug. Von daher hat er nicht in deren Philosophie so reingepasst und deswegen hat er dann eben. Deswegen passt er zu Rapid. Ich meine, wir reden hier von Sachen, die halt jetzt schon 6, 7 Jahre her sind. Also in der Zwischenzeit verändern sich die Leute ja. Ich glaube, es gibt, man hört immer wieder über die diversen Portale. XY ist damals bei der Austria durchgefallen oder bei Rapid durchgefallen oder sogar bei Manchester United, weiß ich was wo, und dann nachher dort aufgetaucht. Es lässt sich halt zum Glück nicht immer wirklich sagen, der hat dieses Potenzial und wird voll einschlagen oder einer, der mega gewirkt hat, schafft den Durchbruch dann doch nicht. Das sind alles Menschen, die sich halt dann auch unterschiedlich entwickeln und auch vielleicht einen Grad haben, der sie damals gegenüber Gleichaltrigen hervorscheinen lässt und die aber dann halt im Nachgang dann aufholen oder überholen sogar. Also ja. Man darf wirklich gespannt sein. Und junger Österreicher, also vielleicht auch mal früher oder später fürs Nationalteam ein Thema und deswegen auch von meiner Seite alles Gute aus dem Derby. War ja zuletzt auch auf Abruf und ich denke mal, das ist auch etwas, was ihn irgendwo adelt und auszeichnet, aber wie gesagt, diesen Vorschuss loswerden muss jetzt dann peu à peu gerecht werden. Dann gab es auf der Abgangsseite noch etwas, was irgendwo auch fast auf der Hand lag und jetzt auch tatsächlich so ist. René Krivak hat Rapid verlassen, ist zum niederländischen Zweitligisten Dordrecht gewechselt. Die haben wieder eine Kooperation mit Feyenoord. Also wenn er sich dort irgendwie etabliert, kann es natürlich doch noch etwas werden mit einer großen Karriere. Bei Rapid hat er, glaube ich, insgesamt nur 6 Pflichtspiele gemacht. Also nicht wirklich wert, um jetzt vollends beurteilen zu können. Hat hier und da gute Ansätze gehabt. Weil sonst hätte man ihn damals auch nicht verpflichtet. Hat aber jetzt in Hartberg auch nicht so auf sich aufmerksam machen können, dass man sagt, okay, er wird jetzt bei der aktuellen Situation, in der Rapid ist, wo eben doch einiges an Offensivmaterial da ist, aber man in vorderster Front nur mit einer Spitze spielt und da ist eigentlich Burgstaller total gesetzt und
ist es natürlich schwer, Lanz zu sehen und dann auch Einsätze zu bekommen. Er ist jetzt dann auch schon 24 und von daher irgendwo nachvollziehbar, dass er natürlich weiterhin Einsätze braucht und haben will. Und von daher in den Niederlanden alles Gute für ihn und man darf gespannt sein, wie sein Weg weitergeht. Wir werden dranbleiben. Yes, dann was noch zu sagen ist, bei Rapid 2 gab es auch einen Neuzugang, soweit ich jetzt mitbekommen habe, der erste so richtige und war das und ist der Kristaps Krapowskis. er kommt dass du nur mal bei einem Namen stotterst, dass ich das erleben darf. Kristaps Krapowskis, ja, jetzt im zweiten Ansatz geht es ein bisschen besser. Er kommt aus Leipzig und also auch dort Red Bull Connections und ist hauptsächlich dort in der U19 zum Einsatz gekommen, auch Youth League schon gespielt. Also ein Spieler, der mit Sicherheit auch Perspektive hat und mal schauen, ob er es peu à peu vielleicht schafft, an die Kampfmannschaft ranzukommen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal für Rapid 2 vorgesehen. Und dann last but not least, nicht aus spielerischer Sicht, sondern eigentlich aus Funktionärsicht, ist eben so, dass Werner Kuhn seinen Abschied verkündet hat oder der Verein eigentlich seinen Verabschied verkündet hat, nachdem jetzt eben der Markus Knipping seit 1. Juni am Start ist, gab es jetzt im Juni eben noch so die Übergabe der laufenden Agenten und ja, seit 1994 war er insgesamt bei Rapid der Werner Kuhn in unterschiedlichen Funktionen, ist mit Sicherheit, soweit ich das beurteilen kann, ein insgesamt verdienter Mitarbeiter von Rapid gewesen, der aber auch nicht immer unumstritten war. War General Manager, dann Director of Business Development, ja, was das immerhin genau heißt, und eben zuletzt interimistischer Geschäftsführer Wirtschaft. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es zum Beispiel 2013 eigentlich die, und ich wiederhole es jetzt einfach nur, die Vorkommnisse von damals bitte nicht wertend sehen. Ich will da nicht sagen, dass der eine oder andere dann wirklich etwas da am Stecken hatte, sondern die ist damals eben auch von der aktiven Fanszene ja, beschuldigt worden, da zusammen und damals noch unter der Führung von Edlinger mit schuld zu sein, dass die Kohle hin und vorne nicht ausreicht, wie es eben damals bei Rapid war. Und deswegen gab es 2013 zum Beispiel eben das Banner und auch dann den Fangesang, wer hat unser Geld versteckt, ist es wirklich alles weg? Kuhn und Ebner wollen nichts wissen, darum sollen sie sich verpissen. Unter dem Paulchen Panther Song, also den Text darauf getextet. Und da hätte es 2013 bei der Generalversammlung eigentlich auch eine Abstimmung geben sollte, die Fans initiiert hatten, um ihn abzuwählen. Hat nicht den Statuten entsprochen und so ist es jetzt in Anführungszeichen erst, wie gesagt, nicht wertend. 10 Jahre später soweit, im Mai war es ja dann, dass Stefan Ebner entmachtet wurde, sage ich jetzt mal, und den Verein verlassen hat und jetzt eben auch Werner Kuhn. Also 10 Jahre später sind jetzt diese beiden Köpfe gerollt, wie es die ein oder anderen Fans damals gefordert hatten. Wobei man ja, also was ich mich jetzt erinnern kann, hat er ja jetzt bei der jetzigen Präsidentschaftswahl auch im Hintergrund irgendwie Fäden gezogen oder Fäden ziehen wollen. Ja, ich glaube, da waren viele mit im Boot. Also soweit ich weiß, war ja mit ein Grund, wieso er dann vom alten Präsidium noch erstmal entmachtet wurde, weil er wohl in diesem, ich rede jetzt nur vom Hörensagen, im Konsortium rund um Steffen Hofmann mit beteiligt war und dann eben, so wie du gesagt hast, versucht hat, einige Strippen zu ziehen oder die Sachen in die richtige Richtung zu lenken. Und deswegen ist er damals entmachtet worden und ist dann eben als freier Mitarbeiter dann zurückgekommen vom neuen Präsidium. Und jetzt in dieser Übergangszeit war er eben da, um die Geschäfte zu leiten und dann den Herrn Knipping einzulernen oder die Agenten zu übergeben und jetzt war es jetzt dann und soweit man hört, geht er in den Ruhestand über und wird sich mehr um seine Familien kümmern. Ich weiß nicht, ob er jetzt komplett in den Ruhestand, aber auf jeden Fall schraubt er sein Arbeitspensum klar zurück. Und jetzt der wertend gemeint, was meinst du, war es zu spät oder hätte er schon früher, weil er ja da schon vor 10 Jahren in Kritik gestanden ist, hätte er da schon früher von sich aus gehen müssen oder denkst du, er hat jetzt eh nicht so viel Schaden angerichtet, es ist eh nichts passiert, das passt schon so? Weil
Wir können nicht immer alles nur neutral sehen, wir müssen auch ein bisschen Meinung sagen. Ja, du, nein, ich bin ja voll da, um auch die Meinung zu Ja. sagen. Aber in dem Fall tue ich mir wirklich so schwer. Jemand am Feld kann ich beurteilen und sagen, okay, aus meiner subjektiven Sicht hat er jetzt gut oder schlecht gespielt oder jo, war halt so lala. Von den reinen Zahlen kann man, glaube ich, viele kritisieren, ob man es dann selbst besser machen kann, weil das ist ja immer so dieses Totschlagargument, das von vielen dann herkommt, ne, mach's halt selbst mal besser. Naja, könnte ich nicht, definitiv nicht. Ja. Dafür, zu viel mehr einfach diese wirtschaftliche Know-how. Art Aber es gehört 1. das dann fällt auch nicht. Ja, stimmt. Stimmt. Hier und da könnte ich vielleicht im Tor noch den einen oder anderen Ball halten, aber nicht, mit Sicherheit nicht die Performance hinlegen, wie dieses Trio oder auch die von den Amateuren an den Tag legen. Aber da lässt sich es leichter beurteilen, sage ich jetzt mal. Und hier ist es einfach für mich so schwer zu sagen, wie wahrscheinlich fast überall wird was dran gewesen sein. Aber wenn er wirklich Schaden angerichtet hätte im großen Ausmaß, glaube ich nicht, dass er für den Verein insgesamt so tragbar gewesen wäre. Und von daher glaube ich, werden die schon wissen. Ich meine, man sagt immer hier großes Freund der Wirtschaft bei Rapid und die stecken sich das Geld oder lügen sich hier und da gern mal in die eigene Tasche. Also ich glaube, kann man nicht vorstellen, dass es hier in diesem Ausmaß und das vor allem über so lange Zeit so gewesen sein sollte, weil dann hätte mit sich irgendeiner mal auf den Tisch gehauen und gesagt, na, so geht es aber nicht weiter. Genau, wir können natürlich nur das von außen beurteilen und es gilt für alle die Unschuldsvermutung. Wir wollen da niemanden irgendwelche Verbrechen anlasten oder so. Das liegt uns fern, aber wir können natürlich schon noch werten und zwar jetzt wirtschaftlich können wir werten. Ich meine, bei der Austria kann ich auch werten, was da in den letzten Jahren passiert ist und da kann ich wahrscheinlich nicht so gut darüber sprechen. Und bei Rapid kannst du natürlich auch alleine aufgrund der Transfers und der jetzigen Gerüchte, dass es finanziell eigentlich um Rapid jetzt auch nicht so gut und rosig ausschaut, obwohl man eigentlich große Transfererlöse erzielt hat in den letzten Jahren. Das kann ich schon wertend machen. Und wenn das stimmt, dann kann ich auch sagen, dann ist wahrscheinlich besser, dass er früher gegangen ist, als er erst jetzt gegangen ist. Aber wie gesagt, das ist halt alles immer sehr, sehr undurchsichtig und von außen her sehr schwierig zu beurteilen. Dass aus Rapid mehr rauszuholen ist, beziehungsweise sein muss, ja, vollkommen. Allein bei dem ganzen Potenzial, auch höchster Zuschauerschnitt und so weiter, eigentlich meiste Fans, wo auch in Sachen Merchandising und die ganzen noch mehr gehen muss. Dafür ist halt auch dieses Mehr an Fans ist natürlich auch mit mehr Verwaltung verbunden, okay. Aber natürlich muss sich die ganze Geschichte schlussendlich rechnen für den Verein. Und ich kann nicht sagen, okay, gut, jetzt wegen Anführungszeichen 5 Fans mehr stelle ich 10 Leute mehr ein, wird es natürlich die Rechnung dann nicht aufgehen. Und ich glaube, wir werden noch einiges oder schon etwas sehen, dass hier der Gürtel im Verwaltungsbereich bei Rapid enger geschnallt wird, ohne dass hoffentlich die Qualität im großen Ausmaß auf der Strecke bleibt. Ja, dem ist eigentlich auch von mir nichts hinzuzufügen. Gut. Gibt es noch was von dir zu sagen? Denn ich hätte noch einmal. Ja, dann bitte. Und zwar, es ist offiziell, wir kooperieren mit Stripfing. Das War ja heißt, eigentlich schon lange klar, dass es so kommen soll, aber genau. fix war nichts lange Zeit. Fix war nichts und man hat auch nicht gewusst, wie es jetzt ausschauen wird. Also es ist so, dass die Austria mit Stripfing kooperiert und zwar über Kooperationsverträge. Das heißt, die Spieler, die bei Stripfing eingesetzt werden, können auch immer für die Austria spielen. Und es kommen zu Stripfing folgende Spieler: Dario Kreiker, Sandali Conte, der Tormann, Dejan Radonjic, Leonardo Ivkic, der auch schon mehrere Spiele für die Kampfmannschaft bestritten hat, Tobias Bolz, das ist ein Neuzugang, Innenverteidiger, der von Straßburg kommt, aus der Regionalliga Ost und jetzt da eben zweite Bundesliga spielt. Manuel Ortlechner hat ihn auch als High-Potential-Spieler betitelt. Dann spielt noch Timo Schmelzer, Enis Safin, Denis Dzidarevic, der beim U19-Turnier in Göttingen aufgezeigt hat, Lukas Haubenwaller und Daniel Oyong,
Die spielen alle bei Stripfing als Kooperationsspieler. Trainieren tun sie auf den Trainingsplätzen der Generalarena. Das heißt, so vom Arbeitsweg her ist da jetzt nicht so viel Unterschied. Und sie können, wie gesagt, immer für die Kampfmannschaft einberufen werden. Wobei, als Kooperationsspieler darf du am Wochenende nur ein Spiel spielen. Das heißt, entweder Stripfing oder Austria. Mhm. Die Austria darf ohne Ankündigung, wenn ich jetzt das Regulativ beim ÖFB richtig interpretiere, und ich bin kein Jurist, aber so wie ich das herausgelesen habe, darf die Austria ohne Ankündigung immer einen Spieler einberufen pro Woche. Wenn sie mehrere Kooperationsspieler in den Kader geben will, dann müssen sie einen schriftlichen Antrag stellen über die Bundesliga und das zeitgerecht. Also da müssen dann auch Fristen eingehalten werden. Und die Kooperationsspieler dürfen maximal für zwei Vereine in der Saison auflaufen, das heißt entweder für Stripfing oder für die Austria. Das heißt, es dürfte jetzt nicht um einer verliehen werden. Genau. Mhm. So ist es. Also, weil ich glaube, ich irgendwo gelesen habe, ist es aber definitiv so, dass das für den internationalen Bewerber nicht gilt. Das heißt, die dürften international mit im Kader sein oder zum Einsatz kommen und dann trotzdem am Wochenende dann für Stripfing spielen. Bloß eben in einem nationalen Wochenende darf er eben nur für einen der beiden Vereine auflaufen. Genau, also in Paragraph 2 Ziffer oder Absatz 14 steht, an einem Spieltag dürfen diese Spieler nur einmal zum Einsatz kommen. Also ich interpretiere daher heraus, dass es entweder für die Austria oder für Stripfing dann an einem Wochenende ist. Ob da jetzt der Spieltag, der internationale Spieltag auch dazu zählt, das weiß ich nicht, aber ich würde da deiner Argumentation folgen. Ja. Ja, also ein sehr interessantes Modell. Man hat jetzt ja quasi die Young Violets in der Regionalliga, das Akademie-Team quasi, das ehemalige Akademie-Team spielt jetzt der Regionalliga als die offizielle Zweiermannschaft, geführt von Philipp Rosiner. Und Stripfing spielt jetzt da dann eben in der zweiten Liga. Und Christian Wegleitner ist da der Coach, oder also der Trainer. Und von Stripfing der Neue, die Austria-Spieler kennen ihn schon sehr gut, weil er war der Co-Trainer unter Harald Suchert, der wiederum zu Admira gegangen ist und dort Nachwuchsteams betreut. Also das ist einmal positiv, dass der Trainer die Talente schon kennt und schon weiß und das Spielsystem der Austria schon kennt, auch vom letzten Jahr. Bin neugierig, wie sich das tut. Es gab da schon am Samstag ein Vorbereitungsspiel gegen Team Wiener Linien Elektra. Das wurde mit 1:2 verloren. Ja, mal schauen. Ist alles so ein bisschen, man hat schon lange gewusst, dass mit Stripfing eine Kooperation angestrebt wird. Man hat schon lange gewusst, dass es eigentlich schon fix ist. Aber es ist jetzt dann letzte Woche bekannt gegeben worden und man hat sich dann wieder so ein bisschen überrumpelt gefühlt, muss ich sagen. Also ich glaube, dass da viele Details auch erst letzte Woche geklärt worden sind. Also zum Beispiel hat man davon gelesen, dass die Mannschaft schon Training gehabt hat und es wurde noch kein Trainer engagiert. Also das war ja dann auch erst Ende letzter Woche. Das hätte man wahrscheinlich auch anders lösen können, aber wie auch immer, so ist es jetzt. Die Mannschaft steht, die Kooperationsspieler stehen, der Trainer steht und jetzt heißt es weiterentwickeln und hoffen, dass das Potenzial das auch bringt, was man sich von der Kooperation erhofft. Ja. Nachdem du es eben gesagt hast, Stripfing schon ein Testspiel gehabt, so war es bei Rapid und der Austria auch. Genau. Und zwar jeweils waren das Jubiläumspartien bei Rapid. Die waren im Einsatz beim SCU GLD Kilb. Und haben sich dort mit 4:1 durchgesetzt. Wie so oft bei Testspielen war in der ersten und zweiten Hälfte eine komplett unterschiedliche Mannschaft auf dem Platz. Noch früh in der Vorbereitung war es jetzt nicht so, dass alles Gold war, was geglänzt hat. Liegt auf der Hand. Es haben dann zudem auch noch einige Spieler, die eben im Nationalteam oder im U-Nationalteam mit dabei waren, noch gefehlt. Und für diesen frühen Stand der Vorbereitung ist das
gezeigt unterm Strich, ja, würde ich sagen, so lala. Ich will nicht gleich wieder irgendwie zu negativ für den einen oder anderen Zuhörer rüberkommen, dass es zur Halbzeit 1:1 stand. Tor von Marco Krühl und dann eigentlich kurz vor der Pause per Konter das 1:1 gefangen. War mit Sicherheit kein Ruhmesblatt. In der zweiten Hälfte dann war es Burgstaller, der zum 2:1 getroffen hat. Burgstaller zum 2:1 getroffen hat und im Endgang dann eben Neuzugang Seidel mit dem 3:1. In der 87. erst und Bajic dann noch mit dem 4:1 in der 90. Also erst die letzten beiden Tore, um das Ergebnis dann halbwegs ordentlich gemacht zu haben, ganz am Ende in der Rapid-Viertelstunde. Und große Rückschlüsse lassen sich daraus noch nicht festmachen, aber es war der erwartete Sieg und der eingeforderte Sieg und im Hinblick auf das erste Pflichtspiel der Saison, was jetzt auch schon komplett terminiert ist, und zwar am 22.07. geht es im ÖFB Cup, ja wie schon erwähnt, nach Donaufeld. Dort wird also am Samstag um 17.30 Uhr dann der Anpfiff erfolgen. Stefan, wie schaut es bei der Austria aus? Genau, wir hatten auch ein Spiel gegen Schrems, das hat die Austria 1:5 gewonnen. Und es kamen ja noch alle Spieler, die schon da waren, zum Einsatz. Also die Nationalteamspieler haben noch gefehlt. Und es sind auch die Neuzugänge schon großteils zum Einsatz gekommen. Also Plavotic hat gespielt, Genusch hat gespielt und Silva hat gespielt. Also Potzmann hat gespielt, waren alle schon im Feld, haben sich kennenlernen dürfen. Was vielleicht auch interessant ist, Tramé hat schon in der ersten Halbzeit gespielt, der ja eigentlich letztes Jahr noch in der zweiten Liga gespielt hat. Und Pazurek, der auch letztes Jahr mit guten Leistungen in der zweiten Liga aufgezeigt hat, hat jetzt auch schon eben in der zweiten Halbzeit für die Kampfmannschaft gespielt und hat da auch sehr gut gespielt und zwei Tore vorbereitet. Genusch hat das erste Tor geschossen, das 1:0 nach einem Stangelpass. Fitz hat einen direkten Freistoß verwandelt. In der 15. Minute das zwischenzeitliche 2:1. Da dürfte ein Foul vorhergegangen sein. Ich habe die Bilder nicht gesehen, aber das, was ich gelesen habe, wäre das wahrscheinlich kein reguläres Tor gewesen, wenn es ein VAR gegeben hätte. Naja, wobei, wer weiß. Hat Plavotic den Zweikampf verloren auf jeden Fall. Und in der zweiten Halbzeit hat dann noch Jukic getroffen und Vucic hat einen Doppelpack hingelegt in der 72. und in der 80. Minute. Der hat auch schon letztes Jahr hier und da für die Kampfmannschaft spielen dürfen, aber eben noch in Bewerbsspielen relativ unglücklich bzw. unauffällig. Und habe auch schon Gerüchte gehört, dass da Hartberg interessiert wäre an ihm. Aber ich denke, wenn er sich jetzt bei der Austria durchsetzen könnte und in den Testspielen aufzeigt, dann wird er wahrscheinlich der Austria noch eine Chance geben. Mal sehen, was da kommt. Auch die Austria hat das Cup-Spiel schon terminisiert. Wir spielen am 21. Juli in Spital an der Trau um 18 Uhr und das Spiel wird auf ORF Sport Plus in einer Zweierkonferenz übertragen. Da dürfte ein anderes unwichtigeres Team auch noch spielen um dieselbe Zeit, keine Ahnung wer. Und die Frauen haben in Schrems auch ein Testspiel gespielt, nämlich davor. Das war so ein Zweier-Event, wo zuerst die Frauen und dann die Kampfmannschaft gespielt hat. Und die Frauen haben mit einer irrsinnig jungen Mannschaft sind die da aufgetreten. Also es haben da jetzt 4 15-Jährige gespielt, 3 16-Jährige. Und ich glaube, am ältesten war die Stefanie Schneeberger mit 22 Jahren und die Alisa Zilett Kina, die eigentlich bei den Young Violets Frauen spielt und 16 Jahre alt ist, ist dort hervorgestochen mit einem Triple-Back. Die hat letztes Jahr schon sehr stark gespielt und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt schon immer öfters dann noch bei der Kampfmannschaft der Frauen zu sehen sein wird. Genau, Markus. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt und ich glaube, wir sind durch heute. Yes, ja. Yeah. Das war's also für heute. Wir wollen euch in der Sommerpause ja auch nicht so stressen mit langen Folgen. Und nachdem die letzte Folge so lang war, haben wir uns gedacht, machen wir die wieder kürzer. Ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Ist okay. Ich hätte es mir fast noch kürzer
irgendwie erwartet, aber nein, alles okay. Wir hoffen, euch hat es wie immer gut gefallen und ihr wart zufrieden auch mit dieser Ausgabe, mit neuen Infos und Gerüchten rund um SCR und FAK. Bis wir uns dann wiederhören, wird es noch 2 bis 3, soweit ich weiß, 3 bei der Austria, 2 Rapid-Testspiele geben, über die wir dann am nächsten Dienstag in Kürze referieren. Und in der Zwischenzeit werden wir eine Special-Aufnahme haben, sowie ein Vorgespräch zu einem weiteren Spezial. Und sobald es da wirklich Handfestes zu berichten gibt, werden wir euch das ebenfalls wissen lassen. Und der Stammtisch wird aufgenommen, das ist nicht zu vergessen. Stimmt, der steht ja auch noch an. Genau. Also Markus, jede Menge los im Noko-Universum. Jede Menge los. Ich wünsche dir eine anstrengende Woche mit mir, weil wir werden uns des Öfteren hören diese Woche. Mhm. Ihr hört uns spätestens kommenden Dienstag wieder. Habt eine schöne Woche, bleibt uns frei, interessiert uns, liked uns und meldet euch bei uns, wenn ihr Rückmeldungen zu uns habt oder Tipps habt. Wir freuen uns immer darauf und ja, schöne Woche. Ciao. Genau, könnt ihr uns gerne schreiben unter nogo@wien@gmail.com bzw. auf den Social Media Plattformen. Sind wir für euch da. Dann macht's gut. Bis nächsten Dienstag. Ciao, Baba.